meine 12-maligen Entrückungen habe ich von Gott so viel erhalten, dass ich gebe zu, bis ich vielleicht nur 3% davon geredet habe. Ein Großteil darf ich erst später reden. Und da ist es sehr schwer, wo soll ich anfangen? Ist so eine Riesenmasse, wo heute sollte gepredigt werden. Man kann dem nicht entgegenkommen. Da muss ich suchen, was ist jetzt wichtig? Und leider ist alles wichtig und das kann man wieder nicht, man ist nur Mensch. Und heute werden so Pläne ausgearbeitet, auch von der Kirche. Ich rede jetzt von homosexuellen Segnen. Ich habe nichts gegen den oder die Homosexuellen, also ich spreche den Homosexuellen und die Lesbierin. Gegen den Menschen habe ich gar nichts. Ich liebe ihn sogar noch mehr vielleicht als der Fromme. Weil ich sie gewinnen muss. Und gewinnen kann man nur mit der Liebe. Wehe den Widerspenstigen, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen. Noch einmal, ich habe euch gesagt, der Homosexuelle oder die Lesbierin, da bin ich. Der Mensch ist mir so wichtig, wie er für Gott wichtig ist. Aber die Sünde hasse ich. Die Sünde, die er tut. Nicht den Menschen, die Sünde. Gegen das rede ich. Die Sünde möchte ich gewinnen für Gott. Umso schlimmer der Sünder, umso eher zu retten vor der Verdammnis. Wohl muss ich wohl auf Fehler hinweisen, sonst wäre ich ein schlechter Hirte, wenn ich dem Schäfchen nicht sage, dem Lämmchen, du von dem Gras darfst du nicht nehmen, das ist Gift. Dort ist das Kräutlein, das ist gut. Und so sagen wir auch theologisch, was gut ist, Gebet und es hat geheißen, Homosexuelle darf man segnen. Die Homosexuellen. Also, es kommen jetzt zwei, sie möchten gerne einen Segen haben für die ihre, dann kann ja nicht Ehe sagen. Aber so denken sie. Ja. Jetzt sagt der Vatikan, ja, das ist nicht so gemeint, oder Bergoglio, das ist nicht so gemeint, sondern man kann doch jeden Menschen segnen. Jesuiten, wenn zwei kommen, sich segnen zu lassen, das ist doch ganz klar, was sie wollen. Eine quasi Ehe. Wenn der eine für sich kommt, ein Homosexueller, segnen sie mir, dann denke ich, ich gebe ihnen Segen, dass er von dem wegkommt. Meistens wird es nicht geschehen, aber wenigstens, dass er die Kraft hat, nicht zu tun, was sündig ist. Denn ist er homosexuell, ist sie lesbisch, so hat sie, kämpft sie vielleicht dagegen, aber es schafft es nicht. Dann kann ich höchstens mich nie verurteilen, aber mit dem Segen die Gnade geben, dass sie nicht was tut, was nicht Gott gewollt ist. Was dann die zwei im Bett tun, das ist nicht nach Gott. Und da hat auch Paulus geschrieben, wenn, das steht ja schon im Alten Bund, wurde es geschrieben, Moses, wenn ein Mann zu einem Mann liegt, wie ein Mann mit der Frau zusammenliegt, ist das ein Gräuel. Und Paulus sagt, wer was anderes lehrt als ich, sei verflucht. Also entweder gehen wir nach deiner Schrift oder nicht. Und das ist momentan in einem Fort.
Auch in der Kirche, in der obersten Spitze. Der Rauch Satans ist bis in die Spitze der Kirche eingedrungen. Ja, überleg doch mal, was das heißt. Wenn das nicht so wäre, dann bin ich ein Heretiker und bestimmt nicht von Gott bestellt. Ich weiß, dass heute das Bodenpersonal der Kirche, die Geistlichkeit, was ihr bis jetzt erfahren habt, was los ist, das, ich sage es immer noch jetzt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Schon bei Moses hat es geheißen, darum wird der Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Wie können zwei Lesbierinnen ein Fleisch werden? Und Männer zwei, ich weiß schon, was sie noch machen. Pfui Teufel. Aber das ist nicht Gott gewollt. Wisst ihr, wir alle, jeder hinterste Mensch auf Erden wird sterben. Und dann stehst du einen Augenblick vor Gott. Ich habe da was geschrieben. Betrachten wir das Erscheinen vor dem ewigen Richter, die Anklage, das Verhör und der Urteilsspruch geschieht dann. Wisse das besondere Gericht, in dem nämlich ein Augenblick stattfindet, da der Mensch seinen Geist aufgibt und dass die Seele an denselben Orte, wo sie sich vom Leibe trennt, von Jesus Christus gerichtet wird. Der, um dies Gericht zu halten, niemand abschickt, sondern persönlich erscheint, Jesus Christus. Voll Liebe wird der Herr dann, sagt der heilige Augustinus übrigens, den Guten, furchtbar aber den Bösen erscheinen. O welcher Schreck für den, der seinen Heiland, da er ihn zum ersten Mal erblickt, erzürnt vor sich sieht. Niemand kann seinem grimmigen Zorn entgehen. Sondern du lebst, wird er dir immer nur Liebe zeigen. Er will nicht den Tod des Sünders, dass er sich bekehre. Aber wenn du dann gestorben bist, dann ist er der gerechte Richter. Um der Gott im Zorne zu sehen, meine Lieben. Übrigens, der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, die Seele habe beim Anblick des erzürnten Jesus mehr zu leiden, als wenn sie selbst in der Hölle sich befinden würde. Da möchte ich doch helfen, dass das nicht geschieht. Das ist Liebe eines Priesters. Nicht indem ich sage, ja, komm, nur nimm nur der Heiratet, der ist mir egal. Ist mir egal, ob jetzt der Heiratet einen schweren Sünde da ins Herz rein muss, ist mir egal.